Halli, hallo, hier ist wieder euer Dar Steffen zu einer neuen Folge Let's Play Forza Motorsport 7. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit dieser Folge und wir legen auch gleich mal los mit dem nächsten Rennen aus dieser Kategorie und schauen mal, wie das laufen wird mit unseren schönen alten Autos. Und mal schauen, was ich heute so für Themen bringen werde, da ich spontan aufnehme. Und ja. Mal schauen, was passiert. So. Angesprochen habe ich das ja schon mit meinen Displays, dass ich da ein bisschen was ändern wird in der nächsten Zeit, nächsten Monat, ab dem nächsten Monat. Aber werde ich ja nochmal einen Beitrag dafür schreiben und euch darüber berichten. Und ja, wir kommen neu dazu und andere Displays werden pausiert, wie zum Beispiel Minecraft, Star Wars, die Old Republic und EKO. Die Spiele sind ja jetzt erstmal pausiert fürs Erste. Aber dafür gibt es einfach wieder Rennspiele. Ich hoffe, dass die euch auch gefallen werden. Weil ich bin zurzeit mehr auf Rennspiele. Ich habe richtig Lust auf Rennspiele. Mehr auf Rennspiele als auf was anderes. Und daher gehe ich jetzt auf Rennspiele. Achso, jetzt habe ich ja die VW drinnen, ne? Dass ich mir den gekauft habe. Und ich war den Renault. Boah, irgendwie fährt der sich besser. Aber scheint langsamer zu sein. Als der Renault. Etwas zumindest. So. Der war jetzt meine Stütze. Zum Abbremsen. Was war jetzt nicht gerade fair, aber okay. Das war nicht gerade fair, wie ich es überholt habe. Oder gesagt, gebremst habe. Oh, ein schöner alter VW hier. Uiuiui. So einen hat man auch als Fünftürer gehabt. Den VW hier. Schöner alter Golf. So, der hätten wir auch. Jetzt müssen wir jetzt noch den zweiten und ersten schnappen irgendwie. Ich komme immer etwas weit aus den Kurven raus. Ich rutsche immer ein bisschen übers Ziel hinaus, aber nicht so schlimm. Ich hole schon auf den zweiten auf Dave Giving One. Auf einen Xbox-Freund. Den seine Displays schaue ich auch gerne an. Der macht auch tolle Displays für Rennspielen. Und durch ihn bin ich auch auf Forza Motorsport 7 gekommen und habe gedacht, okay, kaufst du es dir auch mal und machst es als Let's Play. Und ich habe es nicht bereut, dass ich es gekauft habe und das Let's Play jetzt mache. Das Spiel hat sich echt für mich gelohnt. Und ja, ihr könnt auch mal gerne eure Meinung schreiben, wie ihr Forza Motorsport 7 findet. Ob ihr das Spiel auch mögt oder ob das nicht so euer Fall ist. Aber ihr seid nur gerne schaut als Let's Play, aber nicht selber spielt. Oder auch von irgendjemand inspiriert worden seid, es zu spielen. Oder es mal auszuprobieren. Es gibt ja da die verschiedensten Varianten. Wenn man wird durch jemanden draufgebracht, es mal zu probieren, es zu spielen oder man liebt schon diese Rennspielserie von Anfang an wie ich. Ich habe ja Teil 1, 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7. Ich habe alle Teile davon. Auf Xbox 360 und One. Und ich bin auch sehr stolz auf diese Sammlung, dass ich sie habe.
Ich will auch noch gerne mal die alten Forza auf meiner Xbox 360, ersten oder zweiten Teil, auch wenn die schon total unterentwickelte Spiele sind, aus der heutigen Zeit, aber sie machen immer noch mal Spaß ab und an. Wenn ich da die Steuerung vergleiche zwischen den Spielen jetzt und den ersten Forza-Teilen, also erste und zweite Forza-Teil, da ist die Steuerung jetzt so realistisch und präzise. Das hat es für Forza 1 und 2 noch nicht gehabt. So eine schöne Steuerung. So eine präzise Steuerung. Das ist schon echt krass, was sich so in den Jahren getan hat an den Spielen, an der Entwicklung, an der Modernisierung und allen Drum und Dran. Aber der siebte Teil ist wirklich mein Favorit. Der fünfte auch, der sechste, naja gut, gefällt mir das Wettersystem nicht so, weil die Pfützen, wenn es regnet, so unrealistisch abbremsen. Das ist jetzt hier beim siebten Teil wieder verbessert worden, zum Glück. Und ja. Ich finde, wie gesagt, die Forza Motorsport-Reihe eine echt gelungene Spielreihe. Finde sie auch, um ehrlich zu sein, besser als die von Sony von Gran Turismo. Ich habe zwar auf der PlayStation 2 auch die Gran Turismo Teile, aber das sind doch die schönen alten. Und die sind meiner Meinung nach sogar besser als die neuen Gran Turismo Teile, die alten Teile. Die sind noch richtig geil, sind zwar etwas schwierig und von der Steuerung noch etwas schwammig, aber machen halt voll Fun, weil das halt auch schön altes Spiel ist. Noch schöne alte Autos. Das finde ich das Schöne daran. Wie gesagt, eure Meinung könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und jetzt habe ich vergessen, auf die Uhr zu schauen, wann ich angefangen habe. Na gut, egal, nicht so schlimm. Das bekommen wir schon hin. Zwei Rennen gehen auf jeden Fall. Da fahre ich mal gleich noch das nächste Rennen. Würde ich sagen. Danach beendet man die Folge. Kann zwar passieren, dass die Folge dann etwas kurz geraten ist, aber das war natürlich wieder ein Fehler von mir. Aber ist ja nicht so wild, wenn die Folge auch mal ein paar Minuten kürzer ist, unter 10 Minuten oder so. Aber es müsste eigentlich gehen. So nur quatsche ich am Ende noch mal 2 Minuten oder so. Da haben wir auch irgendwo so einen ausgeglichenen Teil, denke ich mal, von der Zeit her. So. Ah, Prag, kurz rückwärts. Ja, schöne Strecke, schön eng. Mit meinem schönen VW, den ich hier habe. Ich finde die Einladung ist irgendwie schön. Sind zwar eckig, aber finde ich wiederum schöner als diese da mal rundgelutschten Autos. Da finde ich die eckigen allen Autos vom Design viel schöner, einfacher und ja. Was findet ihr schöner, die neueren Autos oder die alten Autos aus 80er und 90er Jahren? Wie gesagt, ich finde die alten hier am schönsten. Und schon einmal nicht aufgepasst, schon passiert Scheiße. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Das habe ich hier voll in die Bande geschoben. Unbeabsichtigt. Aber das ist wirklich so eine meiner Lieblingsstrecken bei Forza Motorsport 7. Prag. Die Strecke macht immer wieder Spaß zu fahren. Durch die schöne Altstadt von Prag. So muss ich mich wieder umgewöhnen. Ich bin die Strecke in der gewohnten Richtung gewöhnt. Und jetzt muss ich sie ja rückwärts fahren. Handbremse. Aber jetzt muss ich Handbremse benutzen, um das Auto zu retten. Du bleibst hinter mir, Freundchen. Jetzt einen Platz gebe ich nicht her. Vergiss es. Den behalte ich.
Ich muss diese Achter mal vorne hier entworfen. Weil dieses Kopf soll man echt nicht unterschätzen und schon ist man in der Bande, wenn man es unterschätzt. Das geht schneller als du denkst, aber ich habe schon aufgeholt auf dem Wuffi 90. Da habe ich ihn. Der hat mich jetzt aber ganz schön einfach vorbeifahren lassen. Hat die verblockiert oder zugemacht. Ich hätte jetzt irgendwie blockiert oder zugemacht. Ich hätte meinen ersten Platz nicht so leichtfertig abgegeben. Aber okay, mich freut's. Umso einfacher komme ich nach vorne. Autsch. Mir hat er wirklich dieselbe Bande gepresst, ey. Jetzt haben wir in derselben Kurve Fehler gefahren. Ich bin echt Vollprofi. Und du bleibst mal schön hinter mir, mein Freundchen. Eine Runde ist ja noch. Muss ich jetzt sauber fahren. Wow. Oh Mann, ey. Das war ein gravierter Fahrfehler, aber den hole ich mir wieder da vorne. Das ist kein Problem, den wir so holen hier. Der Eier, der hier durch die Kurve. Du sollst dein Auto aber nicht um die Kurve tragen, ja? Du bist eine Gefahr für die Gesellschaft hier. Ich sehe, wie mit dir ein Arsch fährt, wenn du so langsam fährst. Ganz ehrlich. Wir sind ja ein fahren hier ein Rennen und kein Rentnerrennen. Wo du hier mit 50 um die Kurve fährst oder wie viel. Du hier wieder die Kurve. Irgendwie hat sich mein Schaden deaktiviert. Ich will keinen Schaden. Muss ich mal schauen. Da hat sich irgendwie die Einstellung verstellt. Weil ich wusste, dass ich meinen Schaden auf an hatte. Definitiv. Aber mein Auto kriegt keinen Schaden. Komischerweise. Was mich etwas verwundert. Muss ich da mal schauen. So, weiter geht's hier. Oh, wie Scirocco 81. Okay. Meine Führung weiter ausgebaut. Wunderbar. Läuft. Gut, das war's erstmal. Weiterhin sollten reichen für eine Folge. Ich hoffe, ich bin so jetzt bei 10, 15 Minuten in den Raum. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr Spaß hattet. Und ja. Dass ihr auch dabei nächstes Mal wieder dabei seid, wenn ihr möchtet. Ich würde mich freuen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Euer Darth Steffen. Möge die Macht und das Rennfahrerblut mit euch sein. Damit ciao und wir sehen uns zur selben Stelle, selben Welle wieder, wenn es heißt Let's Play Forza Motorsport 7. Ciao!